Trotz der vielen negativen Berichte und der schwierigen Zeit, in der wir uns ja weltweit alle befinden, sind wir trotzdem für euch da mit den Good News, den positiven Nachrichten aus dieser Woche. Und ich habe wieder vier schöne Meldungen für euch, und zwar Rekordquartal für die erneuerbaren Energien. Ein Frachtschiff mit Segel, Solidarität mit Obdachlosen und Hunde gegen Corona. Los geht's! Good News, everyone! In den ersten drei Monaten 2020 hatten die erneuerbaren Energien einen Anteil von 52% am Bruttostromverbrauch in Deutschland. Yay! Ja, das heißt, die Erneuerbaren haben jetzt die konventionellen Energien überholt. Na gut, man muss auch nochmal aufpassen, gleich mehr Infos dazu. Ein Jahr zuvor lag übrigens der Anteil noch bei 44%. Und dass man jetzt einen deutlich höheren Anteil hat, liegt nämlich an bestimmten Sondereffekten. Wir haben euch ja bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt, dass im Februar ein Rekordmonat für die Windenergie war. Und im März gab es ja ungewöhnlich viele Sonnenstunden. Ja, gleichzeitig ist der Stromverbrauch eben von 151 Terawattstunden auf 148 gesunken. Und hier ein passendes Zitat von Kerstin Andrea, Vorsitzende des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie sagt, die Leistungsfähigkeit der erneuerbaren Energien ist sehr erfreulich. Allerdings sollten wir uns immer vor Augen halten, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und viele Sondereffekte hineinspielen. Die Rekordzahlen stehen in scharfem Kontrast zur dramatischen Situation beim aktuellen Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen. Das heißt also eine deutliche Kritik. Trotz dass es jetzt so gut aussieht, muss man weiter ausbauen. Da müssen wir uns alle dafür einsetzen. Ja, und eine schöne Sache kommt hier in Richtung Container- und Frachtschiffe, denn Forscher entwickeln ein Frachtschiff mit Segel, ja, und zwar Forscher der Königlich Technischen Hochschule haben zusammen mit der Wallenius Reederei einen Autotransporter für bis zu 6000 Fahrzeuge mit mehreren Segeln vorgestellt, ja. Aktuell ist das Projekt noch in der Erprobungsphase mit kleineren Modellschiffen. Es wird natürlich dann schon eine längere Fahrzeit geben, aber dafür stoßen sie kein CO2 aus. Wichtig zu wissen, die Schifffahrt ist mit 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, mit steigender Tendenz. Und ja, wir haben euch ja letzte Woche aufgerufen, wenn ihr ein paar gute Nachrichten habt, die mit uns zu teilen in den Kommentaren. Und das ist auch passiert, und da ist was Schönes dabei, nämlich eine Solidarität mit Obdachlosen. Ja, in dieser schweren Zeit für uns alle gibt es aber einige Menschen, die es besonders schwer haben. Und deswegen gibt es in immer mehr Städten sogenannte Gabenzäune. Ja, das ursprünglich aus Hamburg stammende Projekt hat das Ziel, Obdachlosen trotz Social Distancing zu helfen und ihnen eine Sachspende an den Zaun zu hängen. Das Projekt hat Nachahmer in ganz Deutschland gefunden, und jetzt findet man solche Zäune in fast allen großen Städten. Das heißt also, ihr könnt da auch mal was an den Zaun hängen, was Gutes tun für Menschen, die es noch viel schwieriger haben als vielen von uns. Ja, und danke an Mira de Janor für diese tollen News. Wenn ihr auch mal spannende News habt, dann einfach unterhalb des Videos in die Kommentare, und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Ausgabe schon mit dabei. Und jetzt habe ich noch eine schöne letzte Meldung für euch, für alle Tierliebhaber. Und zwar können Hunde bei Corona helfen. Also gegen Corona, nicht falsch verstehen. Ich meine, die süßen Vierbeiner, die können ja wirklich viel. Sie helfen gegen Einsamkeit, bei sportlichen Aktivitäten, können als Assistenz Menschen mit Sehbehinderung zum Beispiel helfen und noch viel, viel mehr. Und in Großbritannien versucht jetzt die gemeinnützige Organisation Medical Detection Dogs, Hunde darauf zu trainieren, bei Menschen das Coronavirus festzustellen. Ja, funktionieren soll das Ganze durch den ausgeprägten Geruchssinn der Vierbeiner. Klingt schon ganz schön verrückt, ja? Aber der Leiter der Organisation ist sich sicher, dass die Hunde gegen das Virus eingesetzt werden können. Bereits jetzt helfen Hunde schon, Krebs oder Malaria zu erkennen. Man glaubt es kaum. Also Hunde sind wirklich ein treuer Begleiter des Menschen, und ihr könnt auch treue Helfer eurer Mitmenschen sein. Wenn ihr zum Beispiel mal Leute kennt, die kein Internet haben und jetzt vielleicht sich in der aktuellen Situation allgemein etwas einsam fühlen, dann ruft die doch einfach mal an. Oder seid mal kreativ, schreibt vielleicht einen Brief oder schickt eine Postkarte. Ich glaube, jede kleine Aufmerksamkeit tut uns in diesen Tagen gut. Bitte passt auf euch auf, haltet die Regeln ein, die vorgegeben werden. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist kein Mist, sondern das ist gut, vor allem für unsere älteren Mitmenschen und die mit Vorerkrankungen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, eure Liebsten bleiben gesund, und wenn es euch ein bisschen erwischt, werdet ihr hoffentlich bald wieder gesund. Wenn ihr in Zukunft keine Good News verpassen wollt,
dann abonniert doch einfach mal den Kanal rechts unten kostenlos, weil, wie gesagt, schon am Anfang, in Zeiten, in denen man ja viel, viel Schwieriges, Schwermütiges, Negatives hört, braucht man doch auch ein paar gute Nachrichten. Also, bis bald im nächsten Video, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hier schon bald wieder.